Für das freiwillige soziale Jahr habe ich mich entschieden. Zum einen natürlich, da ich wusste, dass ich in den sozialen Bereich gehen möchte, da ich schon immer gerne zusammen mit Menschen gearbeitet habe und mir das Betel-Jahr da einfach nochmal neue Perspektiven gegeben hat. Was vielen gar nicht so bewusst ist, dass Betel-Jahr echt viele verschiedene Bereiche hat und man hier einfach super viele Möglichkeiten hat. Momentan begleite ich einfach den Alltag der Beschäftigten, ich unterstütze sie in den Aufgaben. Die Einblicke, die ich bis jetzt bekommen habe, davon hat mir eigentlich alles super gut gefallen. Grundsätzlich einfach alles, wo man den Alltag zusammen mit den Menschen mit Behinderung erleben kann. Also wenn ich morgens zur Arbeit fahre, ist es eigentlich komplett egal, wie müde, wach, gut gelaunt oder schlecht gelaunt man ist, weil sobald man die Werkstatt betritt, ist man eigentlich immer wieder direkt gut gelaunt. Gerade auch durch dieses Betel-Jahr und die Menschen hat man gelernt, wie viel so ein Lachen einfach wert sein kann. Und auch wenn man mal total schlechte Tage hat, ob jetzt arbeitsbedingt oder nicht, sorgt die Arbeit eigentlich immer wieder sehr schnell für gute Laune. So, der Plan ist, was mir jetzt auch nochmal die Verlängerung des Beteljahres gezeigt hat, dass ich auf jeden Fall in dem Bereich weiter tätig bleiben möchte. Also wer sich für ein Beteljahr entscheidet, der sollte auf jeden Fall einfach ruhig die Gespräche zu den Leuten suchen, einfach ganz offen an die Sache drangehen.